Glück auf! Heute gibt es wieder mal ein kleines Radvideo zum Karfreitag, habe ich mir gedacht. Legst du mal wieder los. Die Temperaturen sind gerade so an der Grenze. Heute früh waren es 0 Grad, wo ich los bin in Marienberg. Und jetzt sind es so bei 5 Grad, es sollen 7 Grad werden. Geht gerade noch so auf dem Fahrrad. Muss ich halt warm anziehen. Ja, ich befinde mich hier von Schmalzgrube Richtung Christoph Hammer. Komme ich. Und hier ist die Grenze quasi nach Tschechien, wo dann auch die Ruhr einkehrt. Gerade am Bresnitzer Weg, da ist Wahnsinn, was da los ist. Fahren auch zwei Dampflok-Eisenbahnen hoch und runter. Und da sind Massen. Da bin ich erstmal raus. Und jetzt geht es noch als nächstes auf den Haßberg hoch, weil heute ist die Aussicht gut. Da nehme ich euch einfach mit, bleibt dran und wir sehen uns auf dem Haßberg. Jetzt bin ich an der Bresnitztalsperre angelangt, wonach auch das Bresnitztal benannt ist. Und hier beginnt quasi der Fluss, die Bresnitz. Ist eigentlich logisch, ne? Wunderbar hier außen. Skandinavische Zustände und Windstill, was hier eigentlich eher selten ist. Und da oben links von der Laterne da ist der Jeleni Hoch, auf Deutsch Haßberg genannt. Da fahre ich jetzt hoch. Es geht steil bergan. Sind vielleicht noch mal 200 Höhenmeter, würde ich schätzen, oder so 200-300 Höhenmeter. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Richtig schön hier außen. Hier geht's runter ins Tal. Sehen wir Christoph Hammer. Oh, und hier die Trinkwassertalsperre. Die übrigens nicht das Erzgebirge mit Trinkwasser versorgt, sondern das ganze Eggertal. Also Klosterreck, Ostrov, wie sie alle heißen. Jo, weiter strampeln. absolut. Hoch, hoch, hoch. Und es geht hoch zu. Tja, wenn gar nichts mehr geht, dann muss das Radl eben getragen werden. So, jetzt bin ich auf dem Haßberg angekommen. Da vorne ist das Kreuz und jede Menge Betrieb heute. Wahrscheinlich, weil Karfreitag ist. Wunderbar. So, ist immer ziemlich anstrengend hier hoch, durch die ganzen Höhenmeter und so, aber geschafft ist geschafft. 1000 Meter. So, hier haben wir nochmal eine schöne Aussicht. Richtung Jüstadt, Bernstein. Und die beiden großen Fichtelbalken, Kalbalken, wie man das sieht. Schnee. So, ich muss mich jetzt wieder herunterbegeben, weil es ist eisekalt. Und durch Schwitzen ist es ja noch unangenehmer. Gut, mal sehen, wo mich es heute noch hin verschlägt. Das war also der Haßberg. Erster Klamottenwechsel hat stattgefunden. Ich habe hier hoch zu geschwitzt und dann, wenn der Wind geht, dann kommt die Kondensationskälte und man friert, kühlt ganz schnell aus. Das ist eben halt speziell, wenn man bei solchen Temperaturen Fahrrad fährt. Umziehen, wieder ausziehen, wieder eine neue Jacke und so weiter und so fort. Jo.
Hier ist kein befahrbares Gelände. Ich würde zumindest nicht raten. Es ist auch rutschig. Hier ist noch ziemlich nass alles. Da besteht die Gefahr des Hinfallens. Und das wollen wir ja nicht. Aber sonst ist es gigantisch. Ja, die Sonne ist jetzt auch ein bisschen rausgekommen. Und es wird auch gleich wärmer. Die hat schon richtig Power. Das ist gut. Ja, bis dann. So, und hier ist der obere Fußgängergrenzübergang von der Satzung mit einer schönen Holzbrücke. Wir verlassen jetzt quasi die Tschechische Republik. Ich fahre auf deutscher Seite weiter. Schön gemacht. Und unten zur Ausgangssatzung Richtung Reizenhain ist noch ein Fußgängergrenzübergang. Der ist aber noch schöner. Das ist nur ein billiger Abklatsch, aber trotzdem gemütlich. Hier mit Bank zum Picknicken und Abfallkorb. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich fahre jetzt nach Reizenhain und dann nach Kühnheide, dem kältesten Ort Deutschlands. Und dort Kühnheide, Ortsausgang Rübenau, ist eine schöne Gaststätte am Schwarzwassertal. Die haben dort schönen Imbiss und Spaghettis und also zwischendurch was essen. Muss auch immer sein bei langen Radtouren. Sonst könnte es sein, dass man irgendwann mal nicht mehr kann. Gut, es geht los und weiter. Erstmal durch Satzung. Dort geht auch immer ein laues Lüftchen. Ja, hier oben in Satzung geht ein frischer Wind. Ich bin jetzt auf der Höhe vom Antennenhäusel. Das ist selber Hirtstein. Kann im Prinzip über den ganzen Kamm schauen. Bis zum Schwartenberg, glaube ich. Der bei Seifen ist. Heute ist gute Sicht. Nicht sehr gut, aber gut. Es ist einfach wunderbar zum Entspannen und Erholen hier. Ich bin gerne hier draußen. Schnee hat es auch noch. Das dauert hier, bis alles weg ist. Gut, haben wir erst Ostern. Ja, ich bin jetzt Snatchumdal von Rübenau nach Obernau gefahren. Da wollte ich eigentlich noch nach Neuhausen, nach Schwartenberg, aber da ist mir die Zeit davon gerannt. Bin ich wieder umgedreht und jetzt fahre ich quasi Obernau, Blumenau nach Pockau. Von Pockau aus dann zurück nach Marienberg. Denn hier gibt es auch einen schönen Radweg von Obernau nach, ich glaube, kurz vor Pockau oder auf. Bin ich so noch nicht lang gefahren. Guck mal hier. Es geht doch. Ein feines Ding. Das macht Laune. So könnte es immer sein. Keine Autos. Niemand da hupt oder stört. So mag ich das. So. Also es passiert jetzt nicht mehr viel. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Laufvideo oder Wandern, wie auch immer. Es gibt hier bei uns im schönen Erzgebirge noch jede Menge zu entdecken, gerade mit dem Radl. Gut, klick auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.